herzlich willkommen auf dem Heavy Tactic Force Kanal. Und bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich gerne Werbung in eigener Sache machen. Wir, die Heavy Tactic Force Community, vor mehr als einem Jahrzehnt gegründet, haben bis jetzt alles durch die Bank weggezockt. Wir haben alle Genres angespielt und wir sind immer offen für neue Games. Dennoch ist Head & Loose aktuell eines der am meisten vertretenen Spiele in unserer Community. Denn wir lieben Taktik und wir lieben Teamplay. Und was braucht man für Teamplay? Richtig, Mitspieler. Und in diesem Anlass möchte ich euch gerne einladen, zu uns auf den Teamspeak zu kommen und mit uns gemeinsam ein paar Runden Head & Loose zu spielen. Schaut vorbei, zockt gemeinsam und habt Spaß. Es gibt keine Bedingungen, es gibt keine Erwartungen. Ihr könnt einfach vorbeikommen und mit uns gemeinsam zocken. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos. Und jetzt geht's los mit dem Video. Servus und herzlich willkommen auf dem Heavy Tactic Force Kanal und zu unserem allerersten Hell Let Loose Gameplay. Action und ich waren unterwegs, gemeinsam als Scout Squad. Action war der Spotter und ich der Scharfschütze. Und gemeinsam konnten wir direkt am Anfang beide Scout Squads ausschalten, weswegen wir jede Menge Druck auf die Gegner ausüben konnten. Unser Team konnte vorrücken und damit die Punkte sehr schnell einnehmen. Jedoch hat das Gegnerteam es geschafft, sehr schnell die Punkte hinter unseren Linien zurückzuerobern, weswegen wir unter Druck gerieten und uns zurückziehen mussten. Ob wir die Runde noch gewinnen konnten, seht ihr jetzt bei Hell Let Loose. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Nee. Nice. Ja, ist down. Da ist der. Auch down. Das war der Sniper und das vorne war der Spotter. Yep. Ja, da hat sich herauskristallisiert, wer der bessere Scout-Squad ist. Hä? Ja. Ja, da würde ich gern hin. Dort hinten, wo die herkamen, dort ist der. Ja, safe, da wird irgendwo der Punkt sein. Pass auf, wir gehen hier mal. Ja, okay, das ist auch eine gute Idee. Ja, beide down. Rein. Die sind beide down, Jungs. Ich geh mal in das Haus rein. Ginge bei mir? Ich brauch Backup. Die werden versuchen, mich zu pushen. Wo bist du? Ah, da oben, ja. Aber irgendwo in die Richtung musst du gucken. Ich wurde von links beschossen, als ich ins Haus wollte. Die sind close an meinem Haus. Hier. Wo? Dort an der Hecke ist er lang gelaufen. Ich push die Hecke mal. Da ist einer. Einer weg. Gib mir mal einen Ping, wo die herkommen. Da war der, aber keine Ahnung, wo der Rest ist. Ah, im Süden, okay. Hier auf dem Dachboden in meinem Haus. Okay. Oh ne, hier sind kein Fenster, ich gehe wieder eine Etage runter. Ganz schön dunkel hier. Ich höre Schritte bei mir. Das bin ich. In meinem Haus? Ich höre hölzerne Schritte. Nee. Ich bin vor dem Haus. Ich komm rein. Ich komme jetzt hoch, erster Stock. Nee, hier ist niemand. Ich vermine die Tür. Die andere auch. Scheiße, ich habe nur eine Mine. Ja, Richtung Westen. Da, wo du vorher gepinkt hattest. Jo, ich bewege mich mal ein Stück vor. Ich habe immer noch den Spawn für mich gesetzt. Dann solltest du es mal machen. Oh, hat mich erwischt. Von wo? Direkt unten vorm Haus. Hä? Ich
Okay, ich spawn mal südlich von dir und versuche die Straße wieder hochzukommen. Ich geh wieder in das Haus rein. Jo. Das sind Teammates. Down. Die kommen von Norden, wie ich gesagt habe. Ich brauche gleich Geleitschutz mit ins Haus und dann musst du mir da ein bisschen Backup geben, weil die versuchen mich da die ganze Zeit zu pushen. Wir dürfen auf keinen Fall das Haus da vorne verlieren, Jungs. Fuck, von der Straße wurde ich erschossen. Ja, der auf der Straße ist down, aber ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Ich spawn gleich nochmal. Steht unser Punkt noch? Ja, ja. Okay. Boah, Hilfe. Wie lange noch bis du spawnst? 3 Sekunden. Close bei mir, close bei mir. Auf der Straße. Alter, ich brauche hier echt Hilfe. Ich habe nur eine Pistole. Ja, mich hat's schon erwischt. Dieses Scheißhaus hatte kein Fenster an der Stadt. Keine Ahnung, Mann. Überall sind da Gegner. Wir müssen mal versuchen, weiter nördlich zu kommen. Ja, ja. Alter, Alter, wenn der getroffen hat, holy moly. Wir sollten eigentlich irgendwo in den Norden gehen und dann auf der oberen Seite vom Fluss lang. Lass das mal vielleicht sogar jetzt angehen. Auf der Map ist da ein Graben eingezeichnet, vielleicht können wir da diesen Wassergraben entlang. Ja, macht gerade schon der Mate vor. Vor allem der da vorne, ne? Das ist ein Squad-Leader, der hat nichts dabei, ja, der ja. Alleine rum. Ey, ich sag doch, das ist einfach unser Kugelfutter. Lass vielleicht da hingehen und einen Spawnpunkt bauen. Jo. In diesem Graben da oben oder so. Ich werde doch, selbst wenn ich jetzt Gegner sehe, werde ich nicht engagen, damit wir uns wirklich bis hinter deren Linien schleichen können. Mach vielleicht hier schon mal einen Spawn, ich weiß nicht. Just in case, falls wir nicht weiterkommen. Ich würde doch tatsächlich ein bisschen aggressiver spielen, weil die nämlich gerade den anderen Punkt ancappen, die Gegner. Ich hab noch 30 Sekunden. Dann bleib da einfach kurz sicher. Ich versuche schon mal ein bisschen zu spotten. Okay, steht. Ich komm. Perfekt. Ich hab eine Garni.
Hast du zerstört? Ne, noch nicht. Jetzt. Gar nichts weg. Schuss auf mich. Ich brauche hier eine Mini-Machine-Pistole. Eine Machine-Pistole. Stuck. Ich komm ran. Noch einer? Wenn ich eine Granate irgendwo rein und so, sag Bescheid. Auf dem Peak mal rechts rum, da kommt einer. Achtung, Granate. Ah, scheiße. Ah, es scheint schon Früchte zu tragen, dass wir da die Garrison disabled haben. So Leute cappen schon. Ich gehe links vom Haus. Ich gehe links vom Haus. Der ist links vom Haus, der Spawn. Ich werfe eine Granate dahin. Jo, mach. Hab wieder einen. Nice. Hey, wir cappen das Ding, ne, zu zweit. Ist jetzt bei dem Punkt, wo wir sind, überhaupt kein gegnerischer Spawn mehr? Nee. Komm, wir positionieren uns schon mal für den nächsten Vormarsch. Um, wir gehen hier hinter die Hecke. Ja, haben wir gerade zu zweit den Punkt mal eben kurz weggewiped. Ja. Warte, ich guck mal mit dem Ferngas. Die positionieren sich gerne bei Flugzeugen uns. Ah, guck mal, Fuel Note, erstmal wegmachen. Gucken, ob da nicht noch auch eine Garni ist oder so. Jo. Ja, wir werden beschossen. Ich nicht. Munitionsnot weg. Stone. Geil. Da kommen noch ein paar mehr. Ey Jungs, aus Südwesten kommt Gegner, Vorsicht! Okay, danke. Schön, der ist weg. Können wir langsam weiter vorrücken, ne? Hinten. Lass mal dahin. Kann ich eben im Haus von Artillerie sterben? Kann ich im Haus von Artillerie sterben? Kaum. Okay. Da kommt ein Panzer. Huch. Jo, verstanden. Unser Auftrag ist jetzt, dass wir versuchen, hintenrum in San Marie reinzukommen. Okay. Also in den nächsten Punkt. Haben wir ein Problem, weil vor uns ist ein Panzer. Ich versuche, den vorbeifahren zu lassen. Lass den Panzer vorbeiziehen, Jungs. Lass den Panzer vorbeiziehen. Nicht angreifen. Das sind zwei Panzer. Einer ist noch südlich. Ja, ja. Ja, wir müssen den Panzer vorbeilassen. Wir können hier nichts machen gegen den. Nee, nee. Ja, pass auf, die Panzer haben meistens auch Infanterie dabei. Ja, da war auch einer. Hab ihn. Ah, fuck, ich bin down. Granate. Vorsicht, einer pusht dich. Oh, fuck. Die kamen waren noch, ja. Sind im Haus. Ich bin auch weg. Na egal, wir machen die weg jetzt. Wir spawnen dort direkt wieder an dem Trecker. Ich hab da einen Spawnpunkt gesetzt. Wir sollen den Punkt von hinten erwischen. Wir sollen hinter die feindlichen Linien. Ah, da spawnen, bei der Garni. Ah, ja. A7, genau. Ja, machen wir. Wir pushen mit rein, machen das Ding jetzt fertig. Oh, ich höre einen Tank. Ja, same. Also ich lass mich erstmal ein bisschen rauf aimen. Da ist der Tank. Ja, weißt du, wo wir hier sind? Ja. Wir sind hier am feindlichen HQ. Ja. Ja, der soll erstmal rausfahren und dann laufen wir ihm eigentlich nur hinterher. Egal, ich laufe weiter zum Punkt. Ich mach zu den Sack jetzt hier. Ah, never mind, Alter, ich mach gar nichts.
Von wo? Von allen, ja, vom Panzer. Von allen Richtungen, wo der hinguckt, guckt er genau auf mich, ey. Unlucky. Genau. Auf Ping, auf Ping, auf Ping. Ich hab's eingepackt. Vorsicht, einer könnte hier. Nice. Dort in dem Rauch war. Sehr schön. Oh, fuck. Von wo? Dort Richtung Osten. Straße runter. Wollte ich gerade noch den Spawnpunkt setzen. Scheiße, Mann, was geht denn hier ab, Alter? Holy shit, Jungs, was soll ich machen? Wir müssen jetzt alle in den Hardcap rein. Ah! Jungs, was soll ich machen? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ganz ruhig bleiben. Oh, das wird eng. Scheiße, Mann, wenn wir das jetzt verlieren. Kannst du Spawnpunkt setzen? Jo, bin dabei. Alter, los, los, los. Wir müssen alle in Hardcap. Ja, das war's. Wir verlieren den Punkt oben. Steht. Fünfte Sekunden. Oh, kommt schon. Alle rein in Hardcap, Jungs. Schrei die alle an. Die laufen raus. Was war? Die sollen reinlaufen da. Ach du Scheiße, das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Wir sind mehr. Die müssen nur hinten noch ein paar Leute reinkriegen. Alle rein in den Hardcap. Ich geh jetzt zurück. Und dort, da liegen noch Dinger. Wenn wir jetzt verlieren, baue ich gleich eine neue Garni dahin. Ja. Ah, scheiße, ich spawn hinten. Da, weil immer alle fighten wollen wie die Behinderten. Sollen die doch einfach mal im Punkt sitzen bleiben und das Game auslaufen lassen, Mann. Könnte ich kotzen. Ich snipe da jetzt noch ein bisschen mit auch rauf auf den Punkt zur Sicherheit. Ich trau dem Ganzen nicht. Was willst du verteidigen, oder was? Ja, na, ich bin ja hier näher dran und ich versuche da jetzt ein paar Leute wegzuschießen und dann move ich hoch. Ich trau dir nicht, dass sie das gedefft kriegen. Das Gute ist, wir cappen vorne auch schon wieder. Komm schon. Die verlieren halt den Punkt, ne? Ja, die smoken jetzt hier hinten ein. Der Commander schickt auch gerade noch einen Squad zurück und lässt die den Punkt einsmoken. Dann wirst du da unten nichts mehr sehen. Ja, umso besser. Ich sehe immer was. Die Gegner werden nichts mehr sehen. Ich hab fucking Smoky Eyes, ich kann da durchgucken. Weißt du doch. Pass auf, die cappen schon WN5. Das Ding ist, die machen uns jetzt richtig nass. Ich spawne WN5, Digga. Absoluter Witz, was unser Team hier macht. Ich laufe jetzt zu WN7, Action. Ja, cool, wenn du irgendwo nördlich, genau da, wo wir spielen das gleiche Spiel jetzt nochmal, wie wir es am Anfang gespielt haben. Wenn du irgendwo da... Oh, du hörst mich ja gar nicht, ich muss ja C drücken die ganze Zeit. Wäre mega geil, wenn du wieder so in die Richtung rufen könntest, wo wir am Anfang waren. Von diesem Compound aus können wir wieder, genau wie wir ganz am Anfang des Games gespielt haben, nochmal spielen. Ja, wir müssen erstmal WNC. Wir hatten am Anfang WN7 schon. Na gut. Doch, Digga. Wir sind noch einen Punkt wieder zurück.
bewegen mich jetzt erstmal wieder Richtung WN7 und dann gucken wir, dass wir da irgendwas machen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, so mäßig, ich mach so den einen oder anderen Kill hier. Ah, scheiß auf, Digga, dann sind sie aber auch selber schuld, wenn sie nicht gewinnen wollen. Kannst du auf meinen Ping markieren? Da ist er gar nicht. Kannst du das irgendwie markieren? Ja. Ja, aber markier mal deine Garni. Warte. Ja, genau. Ich bewege mich jetzt von Westen auf WN7 zu und guck mal, ob ich da ein paar Garnis noch wegkriege. Weil ich denke mal, die verteidigen ja jetzt alle in die andere Richtung. Leute, wir müssen die Garni da vorne wegkriegen. Ah, perfekt, Garni ist weg. Okay, Garni ist weg. Oh shit. Da hat's mich weggeledert. Hast du einen Spawnpunkt für mich? Das habe ich, ja klar. Ich meine, ich habe bis jetzt gelebt, ne? Ach, da bist du. Oh, krank. Das könnte gut sein. Ich weiß, wo relativ viele Gegner waren. Vielleicht kann ich die von da aus gut flanken jetzt. Jetzt in den Busch rein hier. Und dann schießt du genau auf meine. Wir müssen jetzt ein bisschen sneaky meeky, ein bisschen Action machen da. Aber der Commander ist auch absolut bad. Oh, die kommt zurück, pass auf. Jo, den hast du. Schön. Lebst du noch? Ja. Granate, wir sind tot. Okay, es war vielleicht doch nur Dreck. Ja, es war vielleicht doch nur Dreck. Hier ist irgendwas reingefallen. Ich dachte, das war eine Granate. Ja, aber das war's. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir kommen hier nie wieder raus. Ja, aber dann, wir halten die jetzt ab. Versuch die noch ein bisschen zu erwischen. Ich werfe ein paar Granaten raus. Ich spawn nochmal bei dir und dann smoken wir das Ding ein. Dann laufen wir vielleicht Richtung Süden weg. Ah, der Punkt war vielleicht nicht der beste für den Spawn. Bin ich ehrlich. Ja, gut. Wer ahnt denn, dass die hier rauslaufen? Scheiße, ich hab keinen Smoke. Wie weit sind die weg? 30 Meter. Ich hau eine Granate rauf. Ping mal. Ah, 80. Ich hab schon ein paar weggeholt jetzt. Jo, mach weiter. Die sind, glaube ich, richtig mad. Ich liege hier in einem scheiß Loch drin, stehe die ganze Zeit auf und hole einen nach dem anderen weg, Alter. Ja.
Schießt du weiter von dem Busch aus, ich sneak hier Richtung Kartenrand und versuch dann ran zu sneaken. Krass, ich bin jetzt schon, ich bin schon fast im Hof. Oh, ich werd beschossen. Ah, mich hat's erwischt. Ding ist, jedes Mal, wo ich spawn, kann ich 2 Granaten reinwerfen. Die Granaten fliegen 35 Meter. Oh Mann, was sind das für Idioten? Der schickt Hau und Item da hoch, ne, zum nächsten Punkt. Bruder, ich sehe da nicht so viel. Da ist ein Enemy Outpost, genau da hinten. Okay. Ja, es sind gerade welche gespawnt. Der hat sich eine Granate selbst gegen den Baum geworfen. Der explodiert gleich. Chillig. Ich renn rein, mach sie alle weg. Alter, warum kriegen die denn das nicht gekappt? Ich komm da jetzt auch ran, das ist mir jetzt egal. Komm ran. Ah, da haben die Quickscopes jetzt aber nicht so gesessen, du. Eigentlich, wir müssten wir jetzt nach vorne. Ja. Kriegen die das jetzt gecapped? Ja, die müssen jetzt gecapped kriegen. Okay, ich spawn an der Garni oben. Lass an der Garni oben spawnen. Bei E oder bei I? Bei E6. Oben, ganz oben. Okay. Dann laufen wir nördlich. Wieder an den Fluss rein, wie wir es vorhin gemacht haben. Wir laufen wieder nördlich. Aber warum sind alle unten nicht im Hardcap drin? Was soll denn das? Die verlieren es halt auch wieder, ne? Weil die alle außerhalb des Caps stehen. Das Ding ist, wir sind halt useless jetzt, ne? Wenn wir, so in der Zeit, wo wir oben rum sitzen, sind wir halt einfach useless. Da hätten wir da unten mehr tun können. Und ich bin ehrlich, wir können uns auch gleich wieder versetzen, weil die verlieren den Punkt gerade. Kannst du da was reißen? Ja, ich hole jetzt mal einen Punkt weg hier. Oh, wir holen jetzt 7 wieder, okay. Ja. So, ich hab jetzt erstmal einen Squad-Spawn weggeholt. Chris, nimm mal WN7 bitte ein, das regt mich auf. Mom? Ja, die gingen halt einen Panzer runter, ne? Jetzt nördlich von den 7 paar Leute geholt. Wie sieht denn da jetzt aus? Mit dem Einnehmen. Wir sind am Cappen. Die Leute raffen halt immer noch nicht, dass sie im Haus sein müssen. Rennen die ganze Zeit draußen über den Hof und wundern sich, warum sie weggeschossen werden. Danke dir. Einer im Haus. Oh, gute Idee, wa? Hier auf dem Ping. Da liegen sie. Da ist auch die Garni. Ja, muss mir erstmal verbinden. Muss mir erstmal verbinden, wa? Bin schon fast tot. Bin gespawnt und weg.
Da unten liegt einer. Schön, schön. Da liegt noch einer. Muss nachladen, muss nachladen. Treffer. Muss nachladen. Ja. Problem, ich sehe nichts mehr wegen Smoke. Macht nichts. Warte, ich werfe eine Granate vor. Warte noch, nicht pushen. Ah, fuck. Ich war fast drin. Einen Outpost habe ich. Leute, pusht um die Mauer rum, da ist eine Garni. Pusht rum, Jungs. Pusht auf die Garni, bitte, Jungs. Alle zusammen. Okay. Sauber, Garni ist weg. Garni ist weg. Jo. Weiter, weiter, weiter. Im Haus drin. Ja, wir müssen gleich auf jeden Fall beide hoch zu Garni versetzen direkt, aber erst sobald das Ding hier erobert wurde. Ja, da kannst du lange warten. Hey, wir cappen das jetzt. Du gehst da mit jetzt rein, Alter, in Cap Zone. Danke. Ja, ich komme da nicht mal ran. Der grad, schießt mich immer weg. Ja, du musst links rumlaufen. Wir haben gerade zwei Garnis weggemacht. Wir cappen die Scheiße jetzt. In der Garni. Wir haben eine Garni innen drin, das brauche ich jetzt. Mhm. Hä, wie? Wieso ist denn das jetzt wieder komplett rot? Das ist, muss mal gucken, oben nicht. Das liegt daran, dass die jetzt gerade wieder uns aufhalten. Das ist nicht komplett rot. Das sieht nur so aus. Müssen wir auf der Map gucken. Ja, ich werde halt durch Teamkiller weggeholt, Mann. Oh Mann. Artillerie hat jetzt locker 10 Leute von uns gekillt in WN7, ne? Unsere? Ja. Jetzt fehlt nur noch, dass wir jetzt anfangen wegzurennen, alle nach hinten. Guck mal, WN7 wieder komplett leer. Mann, aber die Smokes, ganz ehrlich, die ganzen Smokes, die unser Team schmeißt, die behindern uns auch mehr als alles andere. Muss ich verbinden. Geh rein, die smoken das ganze Ding jetzt ein. Jetzt hat der Commander gesagt, der soll das einsmoken. Artillerie, Mann. Tod, Granate, Teamkill, Mörser. Ey. Sobald ich mal irgendwas Gutes mache, ich hab ihn im Visier, läuft einer rein. Ich bin im Base drin, ich werd geteamkillt. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Weißt du, wenn du das so machen willst, ne? Smoke, dann hätte er das doch schon vor 5 Minuten machen können. Einfach sagen, okay, wir probieren es mit Smoke. Artillerie smoked alles ein, wir rennen rein. Aber nicht. Wir haben... Boah, ich habe 1000 Punkte Spotter gemacht. Ich habe 62 Kills.